Hallöchen, wir sind jetzt bei Folge 37 bei Dead Space. Wo war ich denn? Ach, ich war ja auf der Flucht. Okay, gut, nehmen wir mal das Stasepack. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Karte, dass wir hier hinein können. Sicherheitsraum. Klasse 1 Personal. Oh Gott, bin ich überhaupt genug gewappnet für den? Egal. Emilia, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott, sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das Wimp-Shuttle reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Wow. Ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Dem geht's eigentlich viel zu gut. Für alle Zeit. Okay. Zum VIP-Bereich. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Na komm. Dam, da, dam, dam, dam. Ui, lauter wichtige Menschen. Der gefällt mir. Der sieht lustig aus. Mit seinem lila Tuch. Ach du Heilige. Wie viele waren das denn? Ach, du Kleiner. Okay. Na komm. Ja. Soll ich mir bei denen auch einfach angewöhnen, wirklich die Gliedmaßen abzuschießen? Weil die Dinger sind ja an dem Bauch drin, auf jeden Fall. Vielleicht platzen die dann gar nicht raus. Das
waren aber auch richtig, richtig viele. Oh Gott, sind hier viele Türen. So, was haben wir hier? Flammenwerfer, Moon. Textlog. Whitey, First Officer. Ach, Isaac, du kannst doch nicht die ganze Zeit das Sofa mitnehmen. Ich weiß. Ein bisschen sitzen wird dir mal gut tun. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden du hier schon im Kreis rennst. So, der hier? Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Die sind alle irgendwie irre. Weiß auch nicht. Naja, egal. Blut, Blut, Blut. Oh, und ein Safe Point. VIP-Shuttle-Bereich, mal eben gucken. Mehr ist da auch nicht in dem Raum. Okay. So, okay. Den Speichern selber brauchte man jetzt ja nicht mitsehen. Hier ist viel zu viel Platz. Und ich habe überhaupt gar keine Munition. Das ist, glaube ich, verdammt schlecht. Ich ahne schon sehr, sehr Übles. Ich will kein Geld, ich will Munition. Medipack ist aber auch okay. Nehmen wir das direkt mal. Einmal links rum. Kontrollraum. Ich soll aber erst ins Shuttle rein. Naja. Wenn sie denn meinen. Ich würde aber eigentlich lieber erst in den Kontrollraum gehen. Wenn die Tür schon offen ist. Dem es nicht viel zu kontrollieren gibt. Außer das. Und das. Okay. Dann gehe ich da jetzt erstmal hinein. Solange wir noch nicht die Aufgabe haben, da irgendwas einzustellen. VIP-Shuttle ist das. Ach da. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Ach so, okay. Jetzt darf ich hier reingehen. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich dich verbrennen. Ja.
geh auf. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ist auf jeden Fall heiß. Bitte warten. Was? Halterung lösen. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät. Du gehst da bestimmt rein und haust ab, oder? Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Alles sagt, du bist zu gutmütig. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Puh. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ja, wäre zumindest nicht schlecht. Gut, dann noch ein weiterer Speicherpunkt.